Nicht jeder, der Engel heißt, ist auch einer. Und damit kommen zurück zu Pathologic aus dem Hause Dave Dern TV. Wir sind... Haben Sie seltsame Leute in Zirkuskleidung gesehen? Außer dich jetzt ehrlich gesagt nicht, nö. Ich hätte eine berühmte Sängerin werden können. Ja, schrei mich nicht so an, ich kann doch nichts dafür. Wir sind dabei, mit einer Engel zu sprechen. Denn wir haben in der letzten Folge... Oh, komische Kopfzuckung. Mit Lara Ravel und mit Julia Loriceva schon gesprochen, die nämlich den Auftrag bekommen haben, wohl nicht ganz freiwillig auch, Medikamente, mögliche Gen- oder einschränkende Medikamente gegen die Seuche zu testen, die teilweise aber sehr gefährlich sein können. Und wir sind gerade so ein bisschen dabei, die davon abzuhalten. Und sind auf diesem Weg jetzt auf dem östlichen Teil, im östlichen Teil der Stadt angekommen und bei Anna Engel. Alles ist verloren, es gibt keine Hoffnung mehr. Sagen Sie mir, Anna, was hat es mit diesem Medikamententest auf sich? Man zwang uns, seltsame Tabletten zu nehmen. Julia musste zum Beispiel in ein infiziertes Haus gehen, um sich dort anzustecken und zu sterben. Wie gefällt Ihnen das? Man zwang Sie? Vlad sagte, Sie hätten Ihre Hilfe freiwillig angeboten. Jawohl, man zwang uns. Die Olgimskis hatten nämlich einen Hintergedanken. Insgeheim will Vlad Julia und mich ruinieren. Er liebt Lara und gab ihr deswegen Medizin für die Kinder. Morphium, wie es scheint. Es wäre sinnlos, es zu testen. Es wirkt nicht gegen die Infektion. Da hat sie vielleicht gar nicht mal Unrecht. Trotzdem verstehe ich nicht, wieso sie hier sind. Wieso kann sich Vlad denn nicht selbst um die Freiwilligen kümmern? Es ist Wahnsinn. Warum schickt er mich in die Hölle? Vlad hat die Todeskandidaten schwören lassen, einen Krankheitsfall durch ein Begräbnis anzuzeigen. Sie wissen schon, wo alle in Theaterkostümen herumlaufen. Und bei einem Erfolg sollten sie es aus irgendeinem Grund mir sagen. Was habe ich denn damit zu tun? Welches Mittel hat man ihnen gegeben? Oder welche? Man gab mir 3 Medikamente. Alle 3 schädigen die Gesundheit, aber jedes auf eine andere Art und Weise. Toll, ne? Geben Sie sie mir, ich werde sie testen. Okay. In diesem Haus werden die Helfer Medikamente testen. Oh, es erwarten bereits verurteilte Freiwillige. Ja. Mir schwant Übles. Aber bevor wir da hingehen, wollen wir hier oben noch in den Gerber-Distrikt, um nämlich eine Nebenquest... Meine Farbe ist... Ist bleich. Da haben wir nochmal Tabletten bekommen. Sehr schön. Denn wir haben nämlich auch noch die Nebenquest hier von Victor. Victor hat kundgetan, dass ihm mein Wort ausreicht, aber ich werde ihm den Beweis bringen, dass der Distrikt von mir gründlich untersucht wurde. Also der hier oben. Medizinvater Schätze überprüfen, wann dich ein Mädchen damit betraut. Es wird interessant, welche von ihnen sich einen Weg ausdenken wird. So, die Hauptquest ist nämlich das mit der Wasserversorgung. Da müssen wir nochmal zum jungen Vlad zurück. Aber wie gesagt, wir sind einmal gerade hier. Wow. Was fällt dir ein, einfach vor meiner Nase zu spawnen? Vor meiner Nase zu spawnen? Gehen wir mal eben hier, wir müssen ja eh in diese Richtung. Und dann lernen wir auch die Totendistrikte gleich mal kennen. Ach, fuck. Der Shop war das hier mit diesen 2 Türen, die einen ist immer abgeschlossen. Oh ja, das kaufe ich auf jeden Fall und das auch. Dankeschön. Wir haben ein interessantes Geschäftsmodell als Mediziner, ne? Nachts hier diese Gauner und Banditen töten und dann, von ihren Einnahmen quasi uns dann versorgen. Oh ja. Das finde ich auch. Achso. Kleiner Insider. So, und diese wunderschöne gelbe Sicht heißt, dass dieser Distrikt tot ist. Und das Schöne ist nämlich auch, in den toten Distrikten sind auch tagsüber diese Gauner unterwegs und nicht nur nachts. Schön, ne? Du scheiß Drecksviech. Natürlich nicht, wo er hingegangen ist. Toll. Da.
Wie gesagt, die Indolenzens hier da hinten, die kümmern sich auch um diese... Ja, da zum Beispiel. Scheiße. Okay, da war ich ein bisschen zu forsch. Haben wir uns die Todessequenz eigentlich schon mal komplett angeguckt oder hatte ich die jetzt immer aus Versehen weggeklickt? Gucken wir uns die einmal komplett an. Ja, wunderschön, ne? Ich habe zweimal identische... Ne, 2 Sekunden Unterschied. Ich weiß auch nicht mehr, ehrlich gesagt, warum die Speicherplätze nicht mehr chronologisch auftauchen im Menü. Ich habe keine Ahnung, warum. Es verwirrt mich immer wieder aufs Neue. Hallo Katze. Aber gut, beziehungsweise Moment. Ich habe doch... Quicksave müsste doch eigentlich, habe ich doch auch, oder nicht? Achso, das hatte ich nicht gerade eben noch ein Quicksave gemacht in der... Also weil gespawnt. Hatte ich nicht gerade eben noch einen gemacht in dem Distrikt? Ich weiß es nicht. Ja, ich vielleicht doch nochmal ein bisschen häufiger hier und da speichern. So, 2. Tür. Jetzt hat er andere Sachen. Interessant, ne? Oder? Natürlich nicht jetzt. Ne, du hattest die beiden Fleischstücke, ne? Du müsstest jetzt 2 Fleischstücke haben, wenn es genau gleich geblieben ist. Nein, du hast nichts. Okay. Also es ist nicht immer gleich. Aber er kommt wieder um die Ecke. Aber Ingo ist zur Stelle. Auf das Gesetz ist Verlass. Vielleicht kann ich mir den Kill noch holen. Ja. Okay. War nicht gerade noch eine Ratte? Oh. Jedenfalls, ja, wir sollten ja in eines dieser Häuser reingehen. Ist eigentlich relativ egal, in welches wir gehen. Denn in allen finden wir im Prinzip dasselbe vor, mit Ausnahme von solchen Geschäften. Deswegen gehen wir einfach mal in das hier. Ist ja relativ groß, würde ich sagen. Und ich glaube, zu diesem Zweck... Rüste ich mal meinen Revolver aus. Lade ihn nach und guck mal eben. Echt keine Staubwände und nix, ne? Scheiße. Ja, hier gibt's nämlich Hausninjas. Die sogenannten Plünderer. Und das hier, meine Damen und Herren, ist der Beweis sozusagen. Diese Crowbar. Das System funktioniert im Prinzip so, glaube ich zumindest, hoffe ich, dass wenn man hier in so ein Haus reinkommt, in so einem toten Distrikt, dass dann pro Etage auf einmal, also wenn man so eine Etage betritt, alle Plünderer, die auf diesem Level hier sind, auf dieser Etage, ja, aggro werden und auf einen zugerannt kommen und einen angreifen, so wie er gerade. Das heißt, wenn wir jetzt nach oben gehen, dürfte wahrscheinlich noch einer da sein. Sehr gut. Kerosin können wir auch zur Not verkaufen. Oh, okay. Und das ist natürlich auch ein Weg für uns. Letztendlich, ja, wie soll ich sagen, uns so ein bisschen über Wasser zu halten, was wir vielleicht auch am Zimmer machen sollten. Ist hier noch einer? Nein, okay, anscheinend nicht. Immer so ein bisschen...
rückwärtige Sicht beibehalten. Das ist schon ein bisschen immer risky hier. Aber cool, ich mag das. Das ist so ein bisschen Nervenkitzel. Entschuldigung. Du Kacksack. Schneller. So. Oh, ein Ei. Was man einfach mal so auf den Tisch legt. Oh, Entschuldigung, ich war gerade vielleicht ein bisschen laut. Also, ich war höchstwahrscheinlich etwas laut. Oh, geil. Ja, oh, Alter, was ist das denn für ein Haus? Ist ja 6er im Lotto hier. Habe ich meinen Monster gar nicht gelockt? Moment. Doch, habe ich. Kam mir gerade so vor, als hätte ich es nicht getan. Und die Plünderer haben natürlich auch ein bisschen Geld dabei. Aber ihr seid ganz schön lausige Plünderer. Ne? Weil ihr plündert hier und habt so gut wie nichts an euch gehabt. Das ist, glaube ich, eine Wasserflasche, ja. Die auf dem Bild komplett anders aussieht als im echten Leben. Hier, also im Real Life. Oh, also sowas werden wir, wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, mal ab und zu machen. Dafür können wir diese Dietriche halt gut gebrauchen, die Lockpicks. Also auch so ein bisschen Thief-mäßig hier. Oder Der Clou 2, ein Spiel, was keine Sau kennt. Was schade ist, weil es eigentlich ein ganz cooles Spiel ist, eine Einbruchssimulation. Es ist wirklich so, ich würde sagen, nehmen wir 100 Leute. Von diesen 100 Leuten kennen 90 Der Clou 1 als Spiel oder haben zumindest schon mal davon gehört, so, ach, das ist doch diese Einbruchssimulation aus den 90ern, 2D, bla 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 bla. Sehr, sehr cool und auch ziemlich erfolgreich. Und von diesen 100 Leuten kennen aber 15 den zweiten Teil nur, wenn überhaupt, vielleicht sogar noch weniger, der Anfang der 2000er rausgekommen ist und der ein Spiel meiner Kindheit einfach ist. Hier habe ich alle schon untersucht, ne? So. Was habe ich denn? Novocaine. Ein schönes Lied von Green Day übrigens. Give me Novocaine. Stark schmerzlindernd, beruhigt gleichzeitig. Verschiedenste Wunden zu behandeln. Größtmögliche Wirkung. Zusammen mit Verbänden angewendet werden. Ja, haben wir natürlich nicht. Morphin, genau. Und Etorphin. Schmerzlinder als Betäubungsmittel. Mit einem Verband, ja. Das ist jetzt halt gerade echt unser größtes Problem, ne? Money! Ich brauche jetzt gerade sehr viele von euch. Bitte habe einen Verband. Oh nein! Er hat nichts. Ich will meine... Eigentlich meine... Dingens dafür nicht vergolden. Ich muss ja echt mal aufräumen mit meinem Inventar, ey. Ist ja nicht feierlich hier. So viel Scheiß mittlerweile. Ja, das Schöne ist halt, wir müssen hier nicht auf Infektionssachen achten. 10 willst du dafür haben. So, okay. Also wenn wir jetzt noch viel mehr Verbände hätten und so, dann hätte ich jetzt auch vielleicht noch mal ein, zwei weitere Häuser gelootet. Aber das machen wir irgendwann später vielleicht noch mal gucken. Jedenfalls haben wir, glaube ich, jetzt... Moment. Wenn ich meine Genauigkeit beweisen will. Ausrüstung des getöteten Plünderers, genau, das haben wir. Ich fokussiere mich aber erstmal wieder auf die... Hier. Wir müssen wir... Ne, hier müssen wir Victor hin.
Hier müssen wir zum Jugendblatt. Also wir müssen, also zwei Quests, die Hauptquest und diese Nebenquest führen uns zum Jugendblatt und die führt uns zu Viktor. Okay. Das heißt, da müssen wir auch noch hin. Das heißt, wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Jugendblatt zurück. In der Hoffnung. Ich glaube, ich gehe hier, dann hier rüber, dann hier runter. Ich glaube, das ist am einfachsten tatsächlich. Und am unriskantesten. Und ich hoffe sehr, dass wir auf dem Weg noch vielen Manfreds begegnen, die viele, viele schöne Verbände für uns haben, die sie selber nicht brauchen, aber trotzdem haben. Warum sind... Ich verstehe nicht, warum hier keine Kinder sind. Wo sind die Kinder hin? Wow! Was war das? Ach so, ich habe mein Kerosin aus Versehen entzündet. Was ich eigentlich nicht wollte. Ich wollte das hier. Da ist Malfoy. Ich habe Malfoy gesehen. Ja! Toll! Ja, ich habe ihm 5 Wasserflaschen gegeben. Heißt 5. Warum? Moment mal jetzt hier. Irgendwas ist hier gerade verkehrt. Warum kann ich die Wasserflaschen nicht nehmen? Ach, den Verband. Ich konnte den Verband nicht nehmen. Ich dachte, ich hätte ihm gerade als einfach Wasserflaschen für nichts gegeben, was ich mir auch zugetraut hätte, aber... So, nun muss ich das Spiel nochmal neu laden. Nee. Okay. Aufnahme läuft noch, so. Wir starten das Spiel einfach mal neu. Vielleicht ist er irgendwie verbuggt oder was, kann ja sein. Was natürlich ein bisschen ärgerlich wäre. Ja. Das wäre jetzt natürlich echt scheiße. Ich hoffe es mal nicht. Ich meine, gibt ja noch andere Manfreds, ne, aber... Ich kann diese Verbände nicht anwählen. Was soll das denn? Nee. Oder geht das nicht, weil ich keinen Platz im Inventar habe? Nee, aber dann wird es eigentlich trotzdem auf den Boden gedroppt werden. Meine ich. Ich meine, wir könnten mal gucken. Tja, scheiße, eigentlich wird das hier, glaube ich. Oder wo würden Verbände drin sein? Hier? Bei Drugs oder bei. Scheiße. Arr. Das ist jetzt echt eine gute Frage. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich generell noch tauschen kann. Nicht, dass das Spiel jetzt irgendwie... 2. Doch, es geht. Okay, also ich kann noch tauschen. Also die Mechanik ist jetzt nicht an sich verbuggt. Vielleicht liegt es dann doch daran, dass mein Inventar voll ist. Das testen wir mal eben. Und zwar... Drugs. Wir droppen. Was droppen wir denn mal?
den neuesten Diss-Track auf jeden Fall. Nein, dich droppen wir mal eben da. Du warst doch der Money, ne? Ja. Tatsache. Okay. Das hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Das ist natürlich auch echt ein Problem jetzt, obwohl... Na gut, ich kann ja sofort nehmen. Zur Not muss ich halt immer irgendwas droppen. So, wir wollten zum jungen Blatt und da müssen wir auch noch hin. Ja, komm. Machen wir beides auf einen. Ja, das kann jetzt auch wieder lustig werden. Aber irgendwie kommt es mir fast so vor, als wenn weniger Leute unterwegs sind als üblicherweise. Was ja auch irgendwo Sinn ergibt, weil es gibt ja die Anordnung, dass die Leute nicht mehr so wirklich draußen rumlaufen sollen. Wegen der Infektion. Also es hat ja alles irgendwo auch schon seine Richtigkeit. Aber ist für uns natürlich doof. Ja, die brauchen wir nicht. Du hast, glaube ich, nie etwas, was wir brauchen. So. Malfoy. Auf jeden Fall, er hat jetzt auch wieder hier mal gute Tabletten und alles. Ja. Sieben. Ach, weißt du was, komm. Können wir später immer nochmal machen. Ich sollte mir auf jeden Fall auch nochmal wieder ein paar neue Patronen ergaunern. Und ich glaube ausnahmsweise, ich habe ja genug. Obwohl, nee, ach fuck. Ja. Flup. Es ist halt eine Notlösung, aber ich kann es gerade leider nicht anders machen. Es tut mir leid. So, sofort nehmen. Und aufnehmen. So. Alles etwas unbehindert hier. Ja, genau. Sind Sie der Todeskandidat, der die Medikamente testen soll? Dazu habe ich mich bereit erklärt. Helfer, gerade Sie sollten wissen, wer ich bin. Meine Hochachtung, wir verfolgen Ihre Heldentaten schon lange. Wie wollen Sie die Medikamente testen? Ist das nicht eigentlich eine Frage, die er mir stellen müsste? Es ist ganz einfach. Ich lasse den Todeskandidaten ins Haus und warte eine Stunde. Erfahrungsgemäß reicht das völlig aus, um Endgültigkeit zu erreichen. Haben Sie die Tabletten? Ja. Immunmittel oder Antibiotika? Beides, sowie noch andere. Nehmen Sie zuerst die Immunmittel ein, aber Vorsicht, größere Dosen davon sind tödlich. Nach einer Weile spüren Sie ein Schwindelgefühl und die ersten Symptome der Krankheit. Irgendwann wird das Fieber unerträglich. Was bedeutet, dass die Krankheit in die kritische Phase übergeht? Ich weiß. Mit der latenten Form der Krankheit kann man ganz gut leben. Doch in einer solchen geschlossenen Umgebung atmet man ständig Keime ein und absorbiert sie durch die Poren, sodass die Infektion rasch voranschreiten kann. Nehmen Sie die Antibiotika. Damit können Sie die Mikroben abtöten. Wollen Sie mir einen Vortrag über Mikrobiologie halten? Nein, nein, das ist nicht nötig. Ich habe nur zusammengefasst, was uns der erste Ausbruch und die letzten paar Tage gezeigt haben. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Glück spielt hier keine Rolle. Ja, jetzt wird's lustig. So, und zwar, ich sag das mal kurz hier im Menü, beziehungsweise wir machen das mal hier, damit die Zeit nicht weiterläuft. Test der Medikamente ist eine Quest. An die hatte ich schon, ich glaube, am ersten oder zweiten Tag gedacht. Ne, ich glaube, am zweiten müsste es gewesen sein, als wir nämlich auch schon diese Aufgabe hatten, für Lara Ravel in dieses Haus der Lebenden zu gehen. Und ich dachte, das wäre diese Quest, wo man eine Stunde in einem solchen Haus überleben muss. Die hätte ich nämlich
ja, ein bisschen instinktiv verwechselt. Das hier ist aber die Quest, die, an die ich gedacht habe. Es kann lustig werden, ja. Wir sind, müssen jetzt eine Stunde in diesem Haus ausharren. Die Tür wird hinter uns verschlossen. Und wir müssen versuchen, halt möglichst nicht infiziert zu werden. Und da drin sind Seuchenwolken. Ich meine, was passiert, passiert, ne? Muss man so sagen. Man weiß es halt nicht, so. Tja. Können wir noch irgendwas nehmen? Schmerzlinderung. Schmerzmittel. Tabletten zur Stimulierung des Immunsystems. Gamma-Tabletten. Jetzt zur Stimulierung des Immunsystems. Antibiotikum. Aber ich glaube, die sollten wir vielleicht erst nehmen, wenn wir uns infiziert haben. Wir gucken mal auf die Uhr. 11.49 Uhr. Ich bin gerade ein bisschen angespannt. Deswegen verzeiht mir, wenn ich vielleicht ein bisschen weniger redselig gerade bin. Okay, Lockpick können wir nicht mehr aufnehmen, aber warum stacken die eigentlich und warum liegen hier überall, stehen hier überall. Fuck. Na. Guck mal, die jagen uns halt auch richtig, ne? Ja. Die Immunität geht natürlich auch mal runter. Vielleicht noch mal ein paar mehr gelbe Tabletten aufsammeln müssen. War ich jetzt hier schon drin? Hier war ich drin. Gehen wir mal. Scheiße. Also die ist stationär, da kommen wir eh nicht in diesen Raum rein, ohne uns zu infizieren. Komm mal her. Ja, ich... Ach, fuck. Diese dämlichen Dreckstühle. Ich meine jetzt, ne, wir können es eh nicht mehr verhindern jetzt hier gerade. Jetzt ist es eh geschehen, aber wir machen das Beste draus. Ja, Mädel, das tut mir leid. Kerosin brauchst du jedenfalls nicht mehr. Und ich bin... Ich häng hier echt... Das ist schlimm. Da ist eine stationäre, das ist nett. Die haben das auch echt fies gemacht, dass es hier so viele Möbel gibt, an denen man festhängen kann. Okay. Drumherum gesprungen. Der Tacho. Gleich haben wir, glaube ich, eine Stunde geschafft. Sehr gut. Sonst weiter, glaube ich. Okay. Ich verzichte hier so ein bisschen auf das Seuchenmeter auch tatsächlich in diesem Haus, weil, ja. Die meisten sieht man so eh dann aus der Nähe. Kommst du gerade hoch, ne? Ich finde das cool, die sind halt wirklich so gemacht im Prinzip wie NPCs, die sich halt bewegen. Also analog dazu. So. Okay, die Tür ist wieder offen. Das heißt, wir gehen jetzt auch wieder nach unten. Hallo. Oh.